Hi! Servus! Hallo, wir sind's wieder. Herr Knampf. Und Frau Knampf, Acker, Verena und Matze mit. Und heute stellen wir euch die Degusta-Box vom Oktober vor. Jawohl! Und ich bin schon sehr gespannt, was drin sein wird und was auch das Motto ist. Oben auf haben wir auf jeden Fall erstmal Werbung für den Adventskalender. So sieht er aus und mit dem Code ADVAEFFEL322 bekommt ihr dann auch nochmal Rabatt und der kostet nur 38,99 statt 44,99. Wir hatten ihn letztes Jahr und fanden ihn ganz gut. Dann hier haben wir Cocktailkärtchen, wo so Rezepte für Cocktails drauf sind. Mal schauen, was da dann drin ist. Irgendwas für Trockenfutter für Hunde und zu guter Letzt, da wollten wir auch hin, die Degusta-Box Oktober Genusszeit. Und ja, das, was hier oben drauf liegt, als erstes Produkt, Snatz oder Snatz Green Pea Piselli. Mediterran-Style. Ja, hier, so schauen die aus. Und als Beschreibung haben wir hier gebackener Aperitif-Snack mit Gemüse und Gewürz. Geschmack aus Erbsenmehl. Und das wollen wir doch gleich mal probieren. Sie werden nicht frittiert und enthalten daher weniger Fett als herkömmliche frittierte Kartoffelchips. Na, dann probier doch mal hier so einen Erbsenflip. Ja, ist ganz gut. Für dich? Also den Preis raten. Ja. 2,29. 1,99. Oh, sehr gut. Dann haben wir hier Sonnenmais, Dampfgigat, ohne Salz und Zuckerzusatz von Dosi. Ich weiß auch nie, wie man die ausspricht. Mais in der Dose. Ja, kann man für vieles verwenden. Ne? Und Mais, irgendwie so Maiskolben assoziiert man, glaube ich, irgendwie auch immer so mit Herbst und Erntedank. Na gut, dann. Preis? Schätze ich mal 2 Euro. 1,19 Euro. Ja. Ich ziehe hier was raus. Oh ja, prima. Ich dachte schon, yay, ein Ramen-Snack für mich. Aber es ist Sweet Chili. Wir haben hier von Maggi Saucy Noodles. Aber die hatte ich, glaube ich, schon mal, oder? Nein, die nicht. Und ja, ist halt so eine 5-Minuten-Terrine, so Asian-Nudel-Style, aber halt scharf. Vielleicht ist es ja Sweet Chili, Matze wird das schon schaffen, hoffe ich mal. Und hätte auch noch Teriyaki gegeben. Ja, das hätte ich dann wahrscheinlich essen können. Ja, aber es ist doch immer so, oder? Nee. Naja, aber die Ende war jetzt auch nicht so scharf. Also, naja. Mal probieren. Auf jeden Fall auch interessant und da würde ich vielleicht sagen, so 1,69 rum. 1,49, knapp. Nur dann. Hier, Matze, magst du gern. Hatten wir ja schon öfters Mini-Chocolate-Chips von Cliff Bar. Einen kleinen Schokoriegel. Ja. Aber der ist richtig teuer. Ist da nicht sogar noch einer drin? Nein. Der ist richtig teuer. Wieso? Was kostet denn? Die kosten, glaube ich, 1,50 oder so. Dieses Mini-Dingenskirchen. 1,50 eine? Nee, 1,39. Ja, das ist 1,50. Cliff Bar Minis sind ein köstlicher Snack für unterwegs mit einer Mischung wertvoller Nachterzutaten. So, mal schauen, was hier in der Polsterfolie ist. Ein Glas. Oh ja, das schicke ich meinem Papa. Und zwar von Centis Nussbli Nuss-Nougat-Creme. Nussbli ist ohne Palmöl. Ja, und die Story dahinter, warum es meinem Papa schenk, ist, er war der Meinung, er muss sich, das war vor 20 Jahren, mal wieder Nussbli kaufen, anstatt von Nutella. Aber Nussbli hat er in seiner Kindheit und das hat so lecker geschmeckt. Und dann hat er sich's gekauft, aufs Brot geschmiert, einmal abgebissen. Nutella ist besser.
Ja. Aber es ist eine neue Rezeptur, die beliebten Klassiker neu erfunden. Vielleicht hat sie ihm deswegen nicht geschmeckt, weil es damals anders geschmeckt hatte. Oder das ist jetzt neu im Gegensatz. Es ist noch anders und es schmeckt ganz besser, aber. Wer weiß. Ja. Es hätte aber auch noch Bellmandel gegeben. Das fände ich geil. Das hätte ich gern probiert. Aber ja, nee. Also, das ist von meinem Papa. Was denkst du denn, was so ein Nussbli kostet? Boah. Oder ein Bellmandel. 2,99. 2,89. Hm, ich werde besser. Das Matze kriegt hier mal. Guck mal, was ist das? Hier ein 12 Jahre alter für dich. Ja, mal wieder ein guter Whisky. Mhm. Und zwar von... Spaceside? Ich sehe den Fisch. Nee, kein Spaceside. Das erklärt auch dieses Kärtchen hier. West Singleton, Single Malt Scotch Whisky, 12 Jahre alt, aus der Dufftown Town Distillery. Notes of Honey and Nuts. Honig und Nuss, ja. Mit ein bisschen Kaffee. Hört sich doch gut an. Oh. Ja, und da hat man praktisch dann ein Kärtchen drauf mit diversen Cocktails, die man damit halt machen könnte. Oder auch nicht, und man trinkt ihn pur. Genau, das werden wir machen und ja. Du kannst, und es gibt hier aber auch einen Rabattcode dann noch, aber ich glaube, der ist personalisiert. Da könnte man dann noch ein bisschen Rabatt bekommen, wenn man im Singleton Shop da einkauft. Dann haben wir ein Produkt, das verwundert mich ein bisschen, weil das hatten wir in der letzten Box drin. Die Auerwaffeln. Ja, das können wir das Überraschungsprodukt sein. Wenn es nicht draufsteht und es ein Überraschungsprodukt gibt, dann ja. Genau, dann ist das Überraschungsprodukt. Ein leckeres Überraschungsprodukt für dich. Jede Oktober-Deguste-Box enthält ein ganz spezielles Überraschungsprodukt. Entdecke eine der Highlight-Produkte aus den vergangenen Monatsboxen. Okay, Resterampe. Naja. Freue dich auf ein unvergessliches Geschmackserlebnis, das perfekt für gemütliche Abende, Snackzeit oder zum Verwöhnen ist. Dieses Produkt variiert je Box. Jeder Kunde erhält jeweils ein unterschiedliches Produkt. Nee, die sind okay. Ich finde es schön, du hast halt sogar drei Produkte in dem Fall und die schmecken gut. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden damit. Ich war nur etwas irritiert, warum schon wieder. Ne? Na, aber die letzte Box hatte doch auch ein Überraschungsprodukt drin gehabt. Nee, glaube ich nicht. Doch. Dann darfst du... Du darfst es groß vorstellen hier. Was zum Trinken? Das ist ja schön. Und zwar haben wir Karolinen aus gutem Grund, Zitrone, Holunderblüte mit natürlichem Mineralwasser. Ja, eine halbe Liter. Was wir übrigens Flasche, oder? Gar nicht gesagt haben, war, wie hoch der Wert vom Whisky ist. Die haben jetzt die... 5 Euro. Da steht leider nur dort, wie die große Flasche kostet. Also Whisky Full Size ist meistens so 0,7. Und das sind dann 27,99 und ja, dann müsste man sich das halt runterrechnen. Also doch ein günstigerer Whisky. Ja. Na, das haben wir noch nicht gesagt. Und ja, das, ich weiß auch nicht, ob das hier schon wieder ist. Es ist nämlich ein Überraschungsgetränk, denn ich habe es nicht gefunden, dass... Karolinen aus gutem Grund, Zitronen, Holunderblütenwasser. Da steht nämlich nur Überraschungsgetränk. Von fruchtigen Überraschungen bis zu spritzigen Durstlöschen. Das Überraschungsgetränk lässt sich das Alltägliche vergessen und das Unerwartete genießen. Jedes Getränk ist ein kleines Abenteuer, das darauf wartet, entdeckt zu werden. Ja, ein Highlight-Produkt aus den vergangenen Monatsboxen. Also es kommt mir wirklich vor, als ist es eine Restebox, Leute. Na gut, ich meine, nur zwei sagen. Ja, ich meine... Das hier, an das kann ich mich überhaupt nicht erinnern, muss ich sagen. Was mich eigentlich wundert. Na, vielleicht war das ein optionales Produkt, wo wir ein anderes Getränk haben. Aber der Name Karolinen aus gutem Grund sagt mir gar nichts, wisst ihr? Und ich meine, wir hatten die ja eigentlich letztes Jahr auch schon gehabt, ne? Also ist ja nicht so, dass wir irgendwie dieses Jahr erst abonniert haben, ganz merkwürdig. Naja. Aber an sich hört sich interessant an. Zitrone, Holunderblüte. Oh, kann man doch gleich mal probieren, oder? Mhm. Du darfst dabei das nächste Produkt vorstellen. Und zwar haben wir hier vom Bad Heilbrunner Kaskara und Minze einen Kräutertee. Koffeinhaltig. Aha. Was denkst du, wie viel der kostet? Sind 15 Beutel. Bio-Tee. 5 Euro. Nee.
Bad Heilbronner 2019. Das hätte unterschiedliche Teesorten gegeben, also immer Cascara. Ich weiß nicht, was Cara ist. Nee, Cascara, ein wertvoller Bestandteil der Kaffeefrucht, besteht aus Schale und Fruchtfleisch der Kaffeekirsche. Ah ja, okay. Also kann man anstatt einen Kaffee in der Früh, trinkt man sich einen Cascara-Tee. Dieses Zeug ist entweder gemischt mit Minze, was wir haben, was ich gut finde, ich trinke gern Pfefferminz, Orange oder Chai-Gewürztee. Also diesmal habe ich schon das gut getroffen. Durch die Nutzung von Cascara unterstützen wir die Schaffung einer zusätzlichen Einnahmequelle für Kaffeebauern. Alle Zutaten für unseren Cascara und Minze versprechen höchsten Genuss, auch ohne künstliche Aromen. Nicht da, auch probier ohne. Mal. Schmeckt ganz interessant. Man schmeckt zwar recht wenig von der Holunderblüte, aber ja. So, und ach, zwei Sachen sind noch. Hä? Ja, man schmeckt die Zitrone mehr. Ah ja. Okay. Die Holunderblüte schmeckt man aber auch. Aber mehr zum Hintergrund. Hoppala. So, ich stelle euch von Paloma Pink Grapefruit, diese Limonade, vor. Mir wäre aber so, als hätten wir die auch schon mal irgendwo drin gehabt. Ich glaube... Kann aber auch in der Trendrate zum Beispiel gewesen sein. Ja, kann sein, dass es in der Trendrate war. Auf jeden Fall sagt mir das was. Ich habe das schon mal probiert und es schmeckt sehr gut. Ich glaube, das war in der Studententüte mal drin gewesen. Das kann auch sein. Auf jeden Fall kenne ich das Getränk und es schmeckt sehr gut. Deswegen freue ich mich darüber. Und es kostet, glaube ich, auch nur so 1,20 oder sowas, oder? Ist es günstiger? Kostet unter 1 Euro. 1,29 Euro. Ja, bin ich gut dabei. Das Überraschungsprodukt und auch, also das Getränk und das Überraschungsprodukt hat einen Wert von im Schnitt 1,50. Ja, variiert also, genauso mit dem Snack hier. Ne, meine ich ja, Getränk und Produkt ist angegeben mit Durchschnitt 1,50 Euro. Ja. So, mein Schatz, das ist das letzte Produkt. Das soll ich auch wieder dich vorstellen. Ein Radler, naturtrüb, von Bitburger. Vollmundig fruchtiger Geschmack. Ich glaube, von Bitburger habe ich schon mal einen Radler getrunken. Schmeckt gut. Und naturtrüb finde ich auch immer cool. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass das gut schmeckt. Was denkst du, wie viel kostet so eins? 1 Euro. Ja, 95 Cent. Genau, so. Das war die Oktoberbox. Zum Fazit. Ja, ne, irgendwie Resterampe. Naja, Genusszeit. Unter dem Motto kannst du eigentlich alles verwenden. Ja, ich meine, das ist einfach... Da passt zugesehen auch die Resterampe dazu, weil das waren die Highlight-Produkte. Kann man ja auch genießen. Ja, ne? Sag ich ja. Also, ja, es ist schon ein bisschen, es weiß ich nicht... Es ist eine Bassbox. Eine Bassbox, ja. Nee, es ist schon... Halt, es weckt einfach nur den Eindruck, dadurch, dass alte Produkte drin sind, dass es halt irgendwie so ist und gleich zwei an der Zahl. Wenn man mal ein Überraschungsprodukt immer drin hat, ja, aber gleich zwei, das war schon so, weiß ich nicht. Ne? Ansonsten, was drin war, finde ich gut. Wie der Matze schon gesagt hat, Genusszeit, da kann alles mit drin sein, was man genießen kann. Ne? Und ja, ansonsten, ich denke, wenn du die Sweet Chili Dinger isst, und die könnten wir theoretisch gesehen auf jeden Fall auch alles benutzen. Ne? Das Clifford hatten wir zwar schon des Öfteren mal, aber ja, ist in Ordnung. Der Tee ist gut, das Radler ist gut, ne? Das Wasser ist auch gut. Auf das Paloma freue ich mich. Ist jetzt eigentlich nichts dabei, was jetzt schlecht ist oder so. Ja. Mein Highlight ist der Whisky. Ja, das ist gedacht. Klar, dass dein Highlight der Whisky ist. Mein Highlight ist das Paloma-Getränk. Ja, das Nussbli. Nee, also wenn es das Bellmandel gewesen wäre, die Mandelcreme, dann wäre es mein Highlight gewesen, aber als Nussbli nicht. Wobei ich sagen muss, dass auch diese Erbsenchips echt gut die, schmecken. Die hast du so weit weggestellt, die hab ich ganz vergessen. Die sind auch sehr lecker. Die sind auf Platz 2. Ja. Sehr gut. Zum Abschluss noch einen kleinen Snack. Wir interessieren uns natürlich immer sehr auch für eure Meinung. Was sagt ihr zur Box? Seid ihr so derselben Meinung wie wir, dass sie in Ordnung ist, aber trotzdem irgendwie ein bisschen suspicious mit den zwei Überraschungsprodukten? Schreibt einfach mal in die Kommentare. Wir freuen uns über euer Feedback. So rum. Sagen danke fürs Zuschauen.
Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch noch gerne einen Daumen nach oben da. Oder ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Servus.